Grüß Gott, guten Tag, herzlich willkommen. Das bin ich. Das sind die Themen, um denen es in den Videos geht. Wir versuchen heute wieder eine Patientenfrage zu beantworten. Darf ich bitten? Josef B. aus Retz. Ich bin 67 Jahre alt, BVA-Patient und habe es mittlerweile seit einem Jahr eine Totalprothese im Unterkiefer. Meine Prothese hält aber einfach nicht und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich möchte endlich wieder mal eine Käsekreiner essen können, von einer Stelze ganz zu schweigen. Aber ich kann einfach nicht abbeißen. Ich bin verzweifelt, weil ich für mein Leben gerne esse. Wie kann man mir helfen? Ich will endlich wieder Käsekreiner essen. An sich eine sehr schöne Frage und für die bedanke ich mich auch. Die Frage ist, warum hält eine Unterkieferprothese nicht? Wenn ich Ihnen das einmal zeigen darf. Das ist ein Modell eines Unterkiefers. Solange wir noch Zähne haben, ist der Unterkiefer wesentlich höher. Durch den Zahnverlust wird der Unterkiefer in seiner Höhe immer niedriger. Eine Prothese kann nur dann gut funktionieren, wenn sie sich sozusagen auf dem vorhandenen Kieferkamm anhalten kann. Ab einem gewissen Grad des Zahnverlustes und der damit einhergehenden Reduktion des Kiefers kann sich eine Prothese bei vielen, vielen Menschen nicht mehr festsaugen, nicht mehr anhalten. Das führt dann dazu, dass bei jeder Bewegung der Zunge die Unterkieferprothese gehoben wird und dass beim Reden, beim Singen, beim Bewegen der Lippe es genauso dazu führt. Welche Möglichkeit haben wir nun, diesen Patienten zu helfen? Im Prinzip ist die Sache einfach. Wir haben verschiedene Lösungen. Und zwar beginnend bei der reinen Prothese. Und da möchte ich auch betonen, dass es viele Menschen gibt, die nur eine Prothese haben, keine Zähne mehr haben und auch keine Implantate haben und trotzdem einen sehr, sehr guten Halt der Prothese haben. Das hat aber mit dem jeweiligen Körper des Patienten zu tun. Wenn ein Kieferkamm vorhanden ist, dann wird das sehr gut funktionieren. In der Hälfte der Patienten allerdings ist es so, dass der Kieferkamm nicht ausreichend ist, dass die Prothese funktionieren kann. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben einfache Möglichkeiten durch zwei Implantate und durch Druckknöpfe. Eine noch bessere Möglichkeit stellen vier Implantate dar mit Druckknöpfen. Noch besser ist die Möglichkeit, vier Implantate zu machen und einen Steg zu machen, auf dem sich ein Zahnersatz festhalten kann. Und als allerletzte Möglichkeit haben wir die High-End-Lösung, sprich auf vier Implantaten, feste Zähne, einen nicht herausnehmbaren Zahnersatz. Von den Modellen her möchte ich es Ihnen einfach noch ganz kurz zeigen. Als einfachste Lösung zwei Implantate, Befestigung einer Unterkieferprothese, sehr, sehr guter Halt. Bei zwei Implantaten allerdings immer noch das Problem, eine leichte Kippbewegung ist vorhanden, da immer eine Rotationsachse entstehen wird. Als nächste Möglichkeit haben wir die Variante eines der vier Implantate, auf der ein festsitzender Zahnersatz gemacht werden kann, beziehungsweise auch eine Stegvariante, die vom Halt her absolut als festsitzend zu bezeichnen ist. Als allerletzte Möglichkeit haben wir Mini-Implantate. Mini-Implantate, auch sogenannte Seniorenimplantate, können hervorragend vor allem älteren Patienten helfen, die schon lange darunter leiden, dass ihre Unterkieferprothese nicht hält. Wir können also sehr durchmesserreduzierte, sehr, sehr schmale Implantate machen. Wir brauchen dazu vier im Unterkiefer und es gibt eine entsprechende Gegenpassung im Bereich der Prothese, die dazu führt, dass wir über vier Mini-Implantate älteren Menschen, und das möchte ich wirklich betonen, älteren Menschen hervorragend helfen können und wieder zur Lebensqualität bringen können. Zusammenfassend muss man sagen, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, diesen Menschen auch helfen zu können, was einfach vor 20 oder 30 Jahren einfach gar nicht möglich war. Und wenn wir daran denken, dass mehr als die Hälfte des Zahnersatzes, der in Österreich verwendet wird, nicht optimal funktioniert, wissen wir natürlich dann auch, wie viele Patienten wirklich betroffen sind. Und hier möchte ich einfach sagen, haben Sie keine Angst, fragen Sie Ihren Zahnarzt, Sie sind nicht alleine und man kann Ihnen helfen.